Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und ja, es kam der Wunsch aus. Es kam der Wunsch, dass ich die nächste Sparta-Runde mal verlängere. Also jetzt kommt eine einstündige Sparta-Runde. So als als Feier, dass wir die 50 Abonnenten geknackt haben. Ja, normalerweise ist es ja so ab 50.000 oder 500.000, dass da Abo-Special gibt. Ja, aber wir machen es jetzt mal so. Und das war gerade idiotisch. Ich dachte, wir können den auch noch zurückschicken, aber das können wir nicht. So, Tradition natürlich. Nehmen wir Speerkämpfer. Man kann auch Plänkler und Belagerung machen. Und da unsere natürlich alle mit Speeren bewaffnet sind, machen wir dieses. Und hier gehen wir auf Infanterie. Das ist ja die Stärke von unseren Dudes und Dudeens. Kavallerie wurde ja eher selten bis gar nicht von Sparta benutzt. Wenn sie Fernkämpfer gab's. Das war quasi die Vorstufe von den Spartiaten, also von den Hopliten. Die Jugendlichen haben halt dann die Fernkampfeinheit gebildet. Und dann gab es eben noch Kavallerie, aber die war zu 100% eigentlich immer eine Söldnereinheit. Und das war eben auch die Achillesferse von den Spartanern, dass sie keine Mobilität hatten. Also, genau. Und ja, eben das war das Problem. Und auch die Schwierigkeit. Also jetzt überlege ich gerade. Also hier sind ganz viele Pikiniere dabei. Aber solange ich hier drin bleibe, ist es eigentlich kein Problem. Vor allem, wenn der jetzt reingeht. Also ich will mit meiner Hauptarmee will ich jetzt Knossos einnehmen. Damit ich hier schon mal Hellas fast voll in der Tasche habe und dann will ich sehr schnell Athen einnehmen. Athen ist an sich ein Schlüsselpunkt hier. Und das ist, weil Athen einen Hafen hat. Also man könnte noch anders an den Hafen kommen, zum Beispiel durch Pella hat man einen Hafen, aber keinen Handelshafen. Und das ist halt, ja, sobald man... Irgendwie, hier wäre auch eine kleine Möglichkeit, aber keine sehr große. Also, man kann, glaube ich, dadurch, also durch Apollonia, auch an einen Handelshafen kommen, soweit ich weiß. Wir könnten auch, also das ist zum Beispiel was ich nicht weiß. Wenn ich hier jetzt den, ich mache den mal weg. Und stattdessen mache ich den großen Hafen. Einfach nur, um es zu testen. So, hier, das da mache ich jetzt weg, weil wir hier... Nein, das mache ich doch noch nicht weg, weil wir haben ja kein Geld. Das baue ich so um. Hier hole ich mir nochmal... Ja, Söldner. Nee, Söldner hole ich mir nicht. Also Söldner sind am Anfang relativ ja, überbewertet, sage ich mal. Beziehungsweise nicht so gut. So, Technologie haben wir das letzte Mal hier Hoplitenkaserne gemacht. Jetzt gehen wir ein bisschen auf die Wirtschaft, weil wir müssen schauen. Also Würdenträger haben wir. Ich will schauen, dass wir minus 10% auftreten politischer Vorkommnisse. Also
politische Vorkommnisse sind am Anfang des Spiels sehr problematisch, weil die sehr krass reinhauen. Kann ich euch dienen? Ja, du machst ja wieder das. Die hauen halt ziemlich rein. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt ein größeres Risiko hätten und meine beiden anderen Armeen, also jetzt Dida und Dida, wenn die beiden Armeen jetzt abtrünnig werden würden, wäre es unpraktisch für mich. Und ja, das wäre super unpraktisch für mich, weil dieses Gebiet gehört der Euryphotiden. Keine Ahnung. Und dann würde ich das ganze Gebiet verlieren. Und das ist natürlich ein Problem, dass ich so schnell wie möglich verhindern will. Uiuiui. So, okay, er sagt, er gewinnt das Haus hoch. Ich sag, wir haben eine realistische Oh. Okay, da habe ich nicht drauf geachtet. Wir hätten eine realistische Chance gehabt. Warte, das sind Hopliten. Wir haben nur ein Drittel von einer Pekinese-Armee. Einheit, meine ich. Okay. Pella werden wir wieder verlieren. Ich dachte, wir hätten Pella schon länger, dass die Garnisonsarmee dass die wieder ganz in Ordnung ist. Dann hätten wir kein Problem gehabt, aber so. Es ist natürlich schwer. Sehr, sehr schwer. Es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten. Sache habe ich noch nie probiert. Aber ich glaube, ich will das mal ausprobieren. Und zwar, es sind vier Einheiten. Und ich könnte jetzt zum Beispiel mit den dreien. Ich könnte mit den drei rausgehen. Warum würde ich das tun? Das würde ich tun, um ihn vor der Stadtmauer quasi aufzuhalten. Und den Türmen genug Zeit zu geben, um eben ja, Dauerfeuer zu machen. Und ich glaube, das ist sogar keine so schlechte Idee. Ich will es mal ausprobieren, weil wenn wir Pella verlieren, ist es jetzt nicht ganz so tragisch. Dann erobern wir es halt in ein paar Runden wieder, wenn wir Knossos und... Ja, wobei, ich weiß nicht, ob ich dann weiter nach Knossos gehe. Weil das, dann steht hier ja eine Fullstack-Armee. Zeus und Ares mit einem Opfer für ihre Hilfe bei unserer Verteidigung danken. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Das ist jetzt ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Der hat jetzt auch die Leitern verlassen. Das sieht man hier, dass die Leitern jetzt hell sind, also weiß. Jetzt ist die Frage, kommt der... Also ich glaube... Oh Mann. Ich glaube, der bleibt jetzt hier einfach so. Die Gefahr ist halt, wenn ich ich ziehe mal den Hauptteil meiner Armee da ab. Bis auf die Jugendlichen. Schnell vorrücken!
Weil die können nämlich auch die das Tor zum Beispiel anzünden. Puh. Das war echt gemein von ihm. Das war richtig gemein von ihm. Die andere Möglichkeit besteht. Ja, ich muss ihn quasi dran hindern, das Tor einzunehmen. Puh. Gut. Dann schauen wir mal, was ich dagegen tun kann. Ja, am Anfang machen die Türme halt noch nicht so viel Schaden an königlichen Piltasten. Also die sind natürlich ein bisschen robuster, sag ich mal. Okay, die müssen 10-mal werfen. Ah, meine Einheiten sind zu lahm. Die haben ja sau viele Fackeln, ne? Schneller hier. Wieso gehen die so außen rum? Das ist doch voll unpraktisch. Die sind jetzt natürlich außer Atem, das ist ja klar. Ich versuche trotzdem, mich hier vorzustellen. Weil, also, wenn ich mich hier hinterstelle, habe ich den Vorteil, dass er nur durch so ein Nadelöhr reinkommt. Das Blöde ist halt, ich habe keine Pikeniere. Ja, wobei habe ich, also ich habe eine Pikeniersarbeit. Arbeit, ja. Armee. So, ich probiere es jetzt einmal auf die alte traditionelle Weise. Und zwar einfach hier so. Unsere Tore sind komplett zerstört. Mehr Infanterie bereit. Auf nächsten Phalanx. Bereit. Auf sofort eine Phalanx. Doppelte Geschwindigkeit. Heroikoi. Schnell vorrücken. Na, komm. So, weil jetzt ist er nämlich hier in der Stadt drin. Und deswegen macht er hier so. Deswegen erobert er jetzt den Turmbereich und ich kann nicht mehr
Nicht, also die schießen dann nicht mehr. Steinschleuderer! Jetzt wäre es halt richtig cool, wenn ich schon, keine Ahnung, wenn die Stadt schon Level 2 oder 3 wäre. Weil dann hätte ich heißes Öl zur Verteidigung. Oder wenn ich es eben erforscht hätte. Hier sind halt die ganzen Pikeniere von denen. Naja. Und die backen hier rum. Das ist natürlich echt ärgerlich, weil sollte ich das gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich ziemlich hoch, dass ich die pushen muss oder pullen muss, damit die halt anfangen anzugreifen, weil sonst muss ich halt eine Stunde lang warten oder eine halbe Stunde mindestens, wenn ich es halt so vorschule. Aber das ist halt auch echt ärgerlich. So, jetzt kommen nämlich seine Pikiniere, ne? Ja, jetzt kommen seine Pikiniere. Das ist halt das Problem, in so engen Feldern sind die unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Sind die Pikiniere richtig krass. Ja, gut. Passt. Aber wenn meine Pikiniers-Einheit größer gewesen, also ein voller Ding gewesen. Ein voller Mannes Ding gewesen, dann hätte ich einiges mehr aushalten können. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. So. Ja, das war nicht schlecht von ihm. Also von zwei Seiten zu kommen. Dadurch, als ich angekommen bin, waren die schon außer Atem. Und dadurch haben sie halt nicht mehr so hohe Blockchancen und so weiter. Aber, also, ja, er hätte so oder so gewonnen. Da habe ich nicht aufgepasst. So, ehrenhafter Tod. Ein Kind ist geboren. Super. So. Ja, Pikiniere habe ich genug. Jetzt soll ich mir mal bei den Rang 7. Alter. Ja, das ist gut. So, jetzt muss ich mal schauen. Was? Tyllis wurde vernichtet? Jetzt schon? Alter.
Das ist natürlich heftig. So. Tyllis wurde vernichtet. Ja, nicht schlecht. Gut, was muss ich dafür? Den da. Das dauert noch ein bisschen. Kampfposten. Seltener Lager brauche ich jetzt auch nicht. Okay, gut. Wir können halt jetzt auch nicht mehr so viel machen. Genau, ich warte. Baue mir jetzt mal einen zweiten. Das Krasse ist halt hier. Der hat hier nur eine 5er Armee drin. Und nur eine 6er Garnison. Wieso hat der... Also, nee, das ist mal... Sorry. Ich wollte gerade fragen, warum hat er spartanische Pikiniere? Gut, also... Ja, eine 11er Garnison ist dann schon besser. Und Belagerungsdinger hat er. 11,5. Ja, also fast eine Fullstack-Armee hat er da drin, aber was richtig toxic ist, ist die Stadt selbst. Weil die halt so viel richtig schön viele Türme hat und hier eben auch ein Belagerungsgerät. Das heißt, also, wenn ich die angreifen würde, ich könnte es schaffen, wenn er sich gut anstellt, wenn er sich schlecht anstellt, schaffe ich es natürlich besser, aber dann ist Larissa offen. Ich schau... Ups, Entschuldigung. Ich schau mal, was er nächste Runde macht. Die Zeichen sind eindeutig. Ein Abkommen zwischen uns würde die Götter erfreuen. Ich wünsche nicht, sie zu erzürnen. Die Frage ist, also an sich würde das... in langer Hinsicht nicht bringen, weil ich Makedonien will. Also die Provinz. Aber zuerst muss ich natürlich Makedonien oder also hier Makedonien rausschicken und ich will die beiden raushauen. Athen muss ich so schnell wie möglich raushauen, bevor sie groß werden. Epirus gibt's halt immer noch. Wow. Nee, aber das, ich glaube, so lange brauche ich nicht mehr, um dann Makedonien ganz einnehmen zu können. Rang erhöht, das ist natürlich super. Mission fehlgeschlagen, ja, hohe Chance auf Sezession. Und, noch ein benötigte Aufmerksamkeit, leco mio, Politiker und Öffentlichkeit. Sind gleichermaßen betört von einem jungen Redner, der offensichtlich sehr ehrgeizig ist und die Gunst des Volkes hat. Noch richtet er sich nicht gegen euch, doch unterstützt er euch ebenso wenig. Ihn sprechen lassen, ihn zum Schweigen bringen, ihn töten, ihn ein Amt verleihen. Ja, also ihn sprechen lassen würden Spartaner nicht so gut doll machen. Ich glaube ich... Also, das ist jetzt schwer, weil ein Amt ihn überlassen hieß im alten Sparta oder Griechenland allgemein ihn zum sag ich mal Bürger oder ihn zum Politiker waren immer Männer des Volkes. Quasi in Deutschland mussten Politiker zum Beispiel Deutsche sein. Also jetzt als Vergleich, also oder Beispiel.
So, gut. Sorry, dass eine kurze Unterbrechung war. Ja, ich hatte plötzlich, also meine externe hatte keinen Speicher mehr, deswegen wurde die Aufnahme unterbrochen. Jetzt habe ich einiges gelöscht und ich hoffe, dass das jetzt wieder ein bisschen besser passt. Das ist das Problem, wenn man mehrere Let's Plays gleichzeitig laufen hat. Weil dann braucht man natürlich mehr Speicher. Gut, also der fängt jetzt an hier zu pöbeln. Aber ich glaube, den treten wir jetzt in den Arsch. Gut, ja. Praktisch, dass wir hier eine Stunde machen. Weil... Ja. Also meine periökischen Pekiniere sind schlechter als seine Pekiniere, weil er hat schon die nächste Stufe. Aber was mein Vorteil ist, ich habe sehr viele Fernkämpfer. Er hat natürlich Kavallerie, ich habe auch Kavallerie, also... Er hat halt einen Plänkler, Fernkampf. Aber die sollte ich, ja, das sollte machbar sein, so. Ich greife an, das heißt, nee, Nebel will ich nicht. Meine Steinschleuderer sollen treffen. Oh, gut, danke. So, okay, ich werde mich hier aufstellen. Also natürlich, die Pikiniere ganz vorne, dann die Spartaner, die Hopliten an der Seite. Die da kommen hierhin, die da kommen dahin. Also ich will quasi hier von oben, sag ich mal. Also von den etwas vom Hang quasi runtergehen. Es hat nicht krass viele Auswirkungen, aber ein paar hat es schon. So, und natürlich immer gehen statt rennen, weil ich brauchte ja frischi fischi. So. Hier sieht man auch, also... Ne, sieht man nicht. Ich kann die nicht, nicht schauen, wie sie so ticken. Also, was für, Stats die haben. So. Gut, meine Idee ist halt jetzt, dass ich die Pikiniere in der Mitte, das sind die Pikiniere, in der Mitte ausbreite, so quasi wie er. Also ich stelle mich mehr oder weniger auf wie er. Nur, dass wenn sich die Pikiniere treffen in der Mitte, gehe ich mit den Hopliten zur Seite, also mache so eine kleine Zangformation und die Fernkämpfer werde ich auch auf die Seite bringen. Das hat ja den Vorteil, dass die Fernkämpfer in die Seite von den Pikinieren treffen und somit mehr Durchschlag haben oder mehr Schaden machen, weil nach vorne hin sind ja die Schilde. Dam 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 dam. So. Super schwere Speerinfanterie. Das ist halt echt lustig, dass die Griechen oder also hier jetzt die Spartaner, dass die halt mit super schwerer Schwerinfanterie einfach anfangen. Das ist halt so heftig. Die anderen Völker müssen extrem viel dafür forschen, dass sie halt paar, also und dass sie erstmal mit schwerer Infanterie ankommen können. Oder mit super schwerer. Geschweige denn von super schweren. Genau. Oh nein. So ist es.
das sind alles Klone, oder? Ja, fast alles. So, wir warten mal auf die spartanischen Hopliten da. Die gehen ein bisschen weiter raus. Und jetzt gehe ich so weit. Das sollte für die Fernkämpfer reichen, um ein bisschen Trouble hier zu machen. So. Fängt an. Ich fixiere mich mal auf einen. Warte, ich Die Kavallerie passt auf die Fernkämpfer hier auf. Das passt. Okay, hier mache ich mal eine Zangenbewegung. So, das passt auch. Da werde ich jetzt hier schon mal diese Formation machen. Ja, hier habe ich ja jetzt das habe ich gesehen. So, hier die da bekommen halt ein bisschen aufs Maul, aber das ist in Ordnung. Weil jetzt kann ich Dauerfeuer hier in die Seite machen und das ist es allemal wert. Hier Pikiniere. So. So, jetzt greife ich von der Seite an. Sehr schön. Wir töten sie alle. Die Männer wanken. Die da? Ja, kann sein. So, alles gut. Alles gut. Ja, war doch nicht so schwer. Na ne, die schießen jetzt nicht mehr, das machen die Kavalleristen. So, die können mal hier hinschießen. So, ja, passt. Gut. Läuft. Das läuft.
Ich will den General tot sehen. Ah, ne, nicht schießen, nicht schießen. So, General. Wo ist der feindliche General? Ich glaube, das ist er. Der mit dem Cape. Oh. Ja, dann gehe ich. Wo ist er hin? Da ist er. Ach, ja gut. Dann Gefecht beenden. Gut. Knapper Sieg fand ich jetzt gar nicht. Also, wenn man schaut. Also, meine Mitte ist ein bisschen zusammengebrochen, aber seine ist schneller zusammengebrochen. Und ja. Also, ja, lasse ich mal frei, dann bekomme ich sehr viel Geld. Gut. Ich könnte ihn jetzt nicht vernichten, weil dann kommt nämlich seine Verstärkung aus der Stadt. Und deswegen begnüge ich mich mal mit dem kleinen Sieg und mit dem neuen Geld. So. Hier mache ich mal Getreidegrube, weil dann bekomme ich plus 3% Armeeverstärkung. Das ist super. Hier habe ich jetzt minus 3, warum auch immer. Steuern, Ereignisse. Was denn für Ereignisse? Achso, hohe Chance auf Sezession, ne? Ja, 52. Durst nach Macht, Patriot. Das ist jetzt nicht so geil. Ich werde die mal auflösen. Aber dass der Rang 5 ist. Das ist halt auch nicht ganz so praktisch für mich. Weil meiner Rang 3 ist nur. Naja. Mal schauen, wie es so weitergeht. So. Also. Wie kann ich euch dienen? Die wird einfach so weitermachen. Ja. Einfach nur, damit sie irgendwas macht. So. Irgendwie, Athen hat seine Probleme, oder? Normalerweise ist Athen relativ schnell beim Erobern. Die mögen mich auch. Obwohl, also ja, okay, Krieg gegen Makedonien haben die nur minus 5. Ja. So. Ah. Seht ihr? Die hat was. Noch nicht. Ah, bald. So. Gut, dann schauen wir mal, was nächste Runde auf uns zukommt. Ich glaube, von Makedonien werden wir so schnell nicht mehr was sehen. Der muss sich halt ja jetzt davon erholen. Also. Ich glaube, ich werde... Warte. Sabotageversuch. Auskundschaften. Ja, das ist in Ordnung. Aber... Ich werde trotzdem... versuchen, dich zu vernichten. Wie lange brauchen die denn... Ah, was? 4 Runden. Das ist natürlich ziemlich heftig. Das ist ein bisschen heftig. Hier sind 8 Leute drin. Ja. Und dann... Aber die sind noch nicht ganz vollständig erholt. Aber bis meine sich vollständig erholt haben, haben die sich auch vollständig erholt. Also ist das nicht so praktisch. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir... Nichts.
Wir müssen nämlich jetzt schauen, dass wir. Oder wir holen uns eine zweite Armee. Wir können uns. Wir können uns den holen. Armee aufstellen. Genau. Wieso habe ich das gemacht? Vor allen Dingen, weil es gleich. Also jetzt ist es weniger. Aus dem Grund nämlich. Also. Die brodeln ein bisschen rum, wenn die halt nichts zu tun haben, klar. Und jetzt zum Beispiel habe ich ihn. Also habe ich einen weiteren General geholt. Und das ist immer ganz, ganz. Ja, praktisch ein bisschen die gegnerische Seite zu beruhigen. Und vor allen Dingen, damit der jetzt kein Politiker mehr ist und Probleme in der Politik macht. Und so kann man ihn relativ easy töten. Und das werde ich auch machen. Und zwar ich würde mich in die Nilflut ein Schutzbündnis. Wenn wir dadurch zu einer Übereinkunft kämen. Wieso soll ich mit dir ein Schutzbündnis machen? Weil ich aus dem heiteren Himmel raus. Militärischer Zugang. Eure Annahme beschleunigen. Mein Volk ist mit diesem Angebot schon äußerst großzügig. Nö. Nö, ich will dein Athen haben. Sorry. So, Forschung abgeschlossen. Das ist gut. Dann forschen wir gleich mal weiter. Gefechtsgeschwindigkeit. Ja, Hafen werde ich erstmal nicht bauen. Drei Nahrung ist natürlich immer gut. Wohlstand aus. Wohlstand. Aus Landwirtschaft ist halt auch immer ganz interessant. So, du gehst mal hier hin. Und rekrutierst mal. Was brauche ich für die Belagerung? Also Pikiniere brauche ich nicht mehr. Hopliten könnte ich mir holen. Oder ich hole mir mal die Speere. Es ist ein gutes Leben. Weil, warte, wer? Athen und Makedonien. Ach, sieh mal einen an. Die Speere habe ich mir geholt, weil erstens sind sie günstig. Und zweitens, jetzt zum Beispiel hier, könnte ich den jetzt relativ easy töten. Aber das mache ich nicht. Weil ich will den noch vier Pedder benutzen. Ja, der hat gerade was gegen meinen Agenten gemacht. Aha. So, so. So, Sabotage. Hat nicht geklappt. Das ist gut. Sezession. Okay, na gut. Warte, ich belagere mal weiter, weil ich sehen will, was da unten ist. Genau, da ist nämlich der andere. Die haben jetzt... Genau, das ist der, den ich gebaut habe, rekrutiert habe. Und das sind die beiden anderen. Okay, das können wir automatisch machen. Weil, ja, das ist jetzt nichts, was sehr schwer ist. War das alles? Kommandant? So. Bereit zum Kampf. Das nächste Problem ist jetzt eigentlich,
Also wir pushen jetzt Infanteriekommando. Aus dem Grund, weil die Boni richtig gut sind. Also 6% Nahkampfangriff und Geschossreichweite. Und Bannerheben ist auch super. Und das plus 3 Erfahrungsrang für Infanterie. Das ist super. Das ist richtig gut. Bei Level 3 gibt es halt plus 4 Erfahrungsränge. Und Sammeln und Motivieren gibt es noch. Also, genau. So. Zu euren Diensten. Genau, jetzt können wir das hochpushen. Dann können wir auch spartanische Pikiniere machen, das ist nämlich gar nicht schlecht. So, du bekommst jetzt noch den da. Nahkampfangriff für Einheiten mit Speeren. Das ist natürlich auch wunderbar. Der steht außer Reichweite. Mal schauen, was er macht. Mein Können steht euch zur Verfügung. Leisen Schrittes. Ich finde Gefallen an. Ja, das ist auch schon mal gut. Außer Erfolg. Hat auch nur 300 gekostet, also ist in Ordnung. Gut, also die Sezession schmeißt einen natürlich ein bisschen nach hinten. Vor allen Dingen, weil jetzt kann Makedonien sich ausruhen, weil ich muss meine Hauptarmee wieder wieder. Hä, warum? Wieder ausruhen lassen. Und das ist halt, ja, vor allem die beiden, also die anderen sind in Ordnung. Aber ja, jetzt kommt der Makedonien wieder. So, Treuebruch. Ja, ich weiß. Militär. Ja, die 300 sind Rang 3, das ist passend. Gut. Genau, die sind beide weg. So. Tradition Nummer 3. Jetzt haben wir nämlich mehr Tradition zur Auswahl. Und mit Level 4, Level 5 und so weiter bekommt man immer mehr Auswahl. Oder also ich glaube maximal sind es glaube ich dann 4 mal 5. Also fast 20. Also nicht komplett 20, glaube ich. Aber, oder 4x4. Ich weiß es nicht. Aber, genau, die kann man auch jeweils dreimal hochpushen. Und, ja. Genau, Hinterhalt mache ich jetzt nicht, weil das war nicht so der Stil von den Spartanern. Ja, Angriffsbonus. Unnachgiebige Streitmacht. Klingt doch ganz gut. Man kann auch treue Verteidiger machen. Dann hat man nämlich bei der Verteidigung hat man noch Barrikaden und Feuerbälle und so weiter zur Verfügung. Das ist eigentlich immer ganz cool. Aber man kann es halt nur nur auswählen, wenn man eben Verteidiger ist. Und die unnachgiebige Streitkraft ist eigentlich immer der bessere Teil. So, erfolgreich, das ist gut. Und da werde ich mal Chris Gott sagen. Das kann man auch automatisch machen. Schutzstellung ist für Spartaner immer gut. Wieder freilassen, danke fürs Geld. Dann wieder zurück, damit die öffentliche Ordnung wieder hochgeht. Jetzt habe ich 3300, das ist sogar gar nicht bad. Der fängt halt ja jetzt auch an hier zu. Ja, das ist halt blöd, ne? Der fängt jetzt hier auch an zu rekrutieren auf allen Vieren. So. Also, das da ist sehr attraktiv gerade. Sehr attraktiv.
Ich warte noch mal eine Runde, dann greife ich mit den 300 an und rekrutiere währenddessen in dem Dorf oder in der Stadt eine weitere. So krass gibst du auf. Na gut. Alter, der tötet halt trotzdem die richtigen. So. Ich hätte wieder Schutzding machen sollen. Das sind die nicht so so aggressiv. Willst du mich verquaken? Woher hast du jetzt die Fullstack-Armee? Alter. Der hat wahrscheinlich alles komplett voller Söldner gescheitert, aber ja, genau. Der hat wahrscheinlich komplett die Bandbreite von den Söldnern geholt. Kritische Söldner-Bogenschützen sind die besten Bogenschützen im ganzen Game. Könnt ihr euch merken, also ja. Wenn ihr was auf Söldner macht, dann holt euch die kritischen. So, es ist wir können wieder. Ja, holen wir uns das, damit wir die 3% Verstärkungsding haben. Das ist natürlich jetzt übelst nachteilig. So, hier können wir jetzt genau, Kraftkonzentration ist immer super. Aber die können wir nicht angreifen, ne? Gerade so nicht. Oder können wir? Ich weiß es nicht. Ja, wir können. So, wir machen einen Hinterhalt. Das können wir jetzt auch automatisch machen, aber ich will es euch mal zeigen, wie das ist. Genau. Ja, eine kurze Schlacht können wir jetzt nochmal. Genau, wen solche Taktiken und so weiter interessiert, ich habe 4 oder 5, weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, ich glaube 5, ziemlich ausführliche Tutorials gemacht. Immer jeweils so 10 Minuten, also habe ich probiert auf 10 Minuten zu cutten. Genau. Und wen es interessiert, kann das sich sehr gerne anschauen. So, die tigern nach rechts. Das heißt, ich werde meine Kavallerie hier aufstellen. Die bleibt erstmal verborgen. Also ich werde mit denen jetzt nicht sofort auf die Fernkämpfer zugehen. Also wie ich es normalerweise mache. Weil die sind relativ tot. Also wenn die jetzt chargen und die angreifen, dann verliere ich sehr viel. So. Die Pikiniere werden sich hier aufstellen, relativ breit. Und ja, die werde ich zu beiden Seiten aufstellen. Und die da einfach feuerfrei. So. General natürlich hier hin. So, Feuer frei, ne? Sehr schön. Na, ich dachte, die werden versteckt. Ja, das ist natürlich jetzt blöd, dass die überraschenderweise nicht versteckt waren. Das heißt, ich muss sehr schnell weg. Ich muss ganz schnell weg da. Weil sonst sind die beiden Pferdis tot. Und das wäre mir nicht so lieb. Ja, ja. Okay.
sagt, Kraftkonzentration mache ich mal wieder. Das kann man nur einmal, also solche Sachen kann man nur einmal pro Gebiet machen, pro Kampf machen. Und deswegen ist es auch so gut. Jetzt runter. So, mal die Gruppe motivieren. So, die legen sich jetzt mal mit denen an. Die mit denen. Unser General wird angegriffen. Ja, will ich doch hoffen. Zu Befehl. Ja, Kommandant. Was jetzt gerade ein Problem ist, sind die da hier. So, die. So, hier kann man sehr gut zum Beispiel eine Einheit mit Alt zum Nahkämpfer machen und dann eben die Kavallerieeinheit aufhalten. Genau, und dann. So. Was sind denn die da? Wieso sind die da im Nahkampf? Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ich kämpfe ja lieber gegen die Fernkämpfer. Kassel ich mal seinen General ein. So. Die Männer wanken. Bereit zum Einsatz. Zurück, Männer! Zurück! Doppelte Geschwindigkeit! Vater! Wir stechen ihnen mitten ins Herz. Wir hungern nach Zulu. So. Hier will noch den General killen. Der feindliche General ist. Super. So, also. Ja, das lief nicht so gut, muss ich zugeben, aber ja, war in Ordnung, war in Ordnung. Knapper Sieg, ja, finde ich auch, also, ja, die Kompletten hier unten haben die ganzen unten haben halt Fernkampfangriffe. Und dementsprechend, ja. Schneller, ihr Verfluchten! Deswegen konnten sie jetzt ziemlich viel von meinen Pikinieren ausschalten. So, gut, die Stunde ist vorbei. Wir sind nicht wirklich weiter. Aber komm, wir haben einen Bürgerkrieg hinter uns. Wir haben einmal Rauschmiss hinter uns. Und jetzt geht's bergauf, würde ich sagen. Gut. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.